Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster jetzt in der neuen Folge Breath of the Wild mit mir, Arnel Melmarsul. Wir sind hier irgendwo in den Bergen von Hebra, demnach schneit es hier auch wie bescheuert. Und da vorne ist irgend so ein Monsterhort, da wollen wir aber gar nicht hin. Stattdessen wollen wir da oben irgendwo auf den Berg, denn da soll es noch irgendeine Prüfung von Revali geben. Das hat irgendwas mit Ringe durchfliegen zu tun oder so. Ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass die letzte Session aufgenommen habe. Deswegen bin ich ein bisschen desorientiert. Ich habe jetzt gerade extra und fix auf die Karte nochmal geguckt. Ich weiß aber zumindest noch, was wir machen wollten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da vorne sind auch direkt schon ein paar extra Forst. Das gefällt mir weniger gut. Ja, hier hoch sollen wir. Und da irgendwo, vielleicht ist es auch ganz oben auf dem Gipfel. Ich weiß es nicht genau. Aber da irgendwo soll es halt eben so eine Prüfung geben. Ich weiß es nicht, ob da noch irgendwas genaueres in unserem Tagebuch stand. Ja genau, es gilt sich von Lichtringen führen zu lassen, also schätze ich mal, man muss irgendwie mit dem Gleiter durch irgendwelche Ringe fliegen. Wie das Ganze dann vonstatten geht, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Mein Fotoknips ist ausgerüstet. Den blauen habe ich aber schon, okay. Und den Eis habe ich auch schon, okay. Ich habe nämlich eigentlich damit gerechnet, dass ich diesen gefrorenen noch nicht habe. Wieso habe ich den Waldschild ausgerüstet? Ach so, weil der wahrscheinlich zerbrechen soll. Gut, gegen Exalfoss können wir eigentlich unseren Blitzstab zücken. Der ist da eigentlich ziemlich nice gegen. Hallo? Wenn man den trifft, heißt das. Das ist das Ding natürlich nicht aufgeladen. Das macht es natürlich, bringt's natürlich so gut wie gar nichts. Nein. Schnappen wir uns nochmal hier unser getreues Metallstäbchen. Oh. Ich bin irgendwie nicht weit genug gesprungen oder so. Macht aber nichts. Jetzt mische ich da noch irgend so einen Wolf ein. Okay, wieso habe ich mich getroffen? Das finde ich jetzt gemein. Natürlich ist meine Waffentasche wie immer voll. Oh Gott, mein linker Joy-Con, der ist schon wieder. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber der linke Joy-Con, das ist echt die größte Zicke vor dem Herrn. Ja, der Wolf scheint sich noch nicht ganz einig zu sein. Es gibt genug Zeit, immer zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich die Fackel noch weiter mitschleppen soll. Alter, also Trio. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht genug Exhalbomberringe, ne? Die sind aber halt jetzt auch deutlich stärker als so ein Elektro. Ich glaube, den Blitzstab werfen wir weg. Weil die sind zwar ganz nice, aber man hat da halt nicht viel Schaden. So, und ich glaube, hier die Exhal-Lanzen, die bringt sowieso nicht so echt. Ich meine, Lanzen sind OP, aber die machen halt kaum Schaden. So, wir dürfen jetzt erstmal was essen. Oh Gott, ich habe schon wieder fast nichts mehr. Ich habe ja noch jede Menge Kühlungszeug, das werde ich wahrscheinlich eh nie wieder brauchen. Was haben wir denn sonst noch so? Ach, wir haben ja noch so ein Grillwild und so. Ach, hier unten ist das alles gelandet. Ich habe mal wieder nichts sortiert. Deswegen. Weil ich war mir doch sicher, dass wir im Laufe der letzten Session ultra viel gekocht haben. Aber wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen was davon gebraucht. Deswegen sieht es jetzt nicht mehr so viel aus. Aber hier das Grillwild können wir zum Beispiel direkt weghauen. Das haben wir irgendwo geklaut, das weiß ich noch. Und dann hauen wir einfach hier so ein Kochobst hinterher. Dann reicht das auch erstmal. Leider kann ich immer noch nicht diese blöde Markierung sehen. Ich dachte, die leuchtet extra so hell, damit man die auch ja von überall sehen kann, aber ich sehe einen Scheiß. Liegt aber vielleicht auch an dem Wetter. Oh Gott, was willst du hier? Kommt direkt auf mich zugesprungen, ey. Ja, daneben würde ich sagen. Ja, der will mich da zu dem anderen locken, ne? So sieht das nämlich aus. Ja, das kannst du vergessen, Junge. Darauf falle ich nicht rein. Kann ich auch. Ja, wollte gerade sagen, da kommt noch irgendwas auf uns zu. Oh, das ist ja so ein Octorok. Ja, komm her. Das ist nur ein Duo, den brauche ich nicht. Aua. Ich würde aber gerne den da erst fotografieren. Ich wette nämlich, den habe ich noch nicht. Ja, kommen Sie bitte raus. Doch, habe ich sogar schon. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Hallo. Ach, guck mal, ein paar Luftballons, das ist nicht toll. Mal gucken, ob wir den schon haben. Ja, haben wir sogar. Wow. Das ist erstaunlich, wie viel ich immer schon fotografiert habe und an wie wenig ich mich davon erinnern kann. Da hinten sehen wir einen Ballon. Das sieht einem Krog aus. Was haben wir hier? Frostlinge. Aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mir fällt gerade ein, wir müssen auch noch diese komischen Winterstiefel haben, womit man halt schnell über Schnee laufen kann. Aber, naja, die haben halt irgendwie kaum Rüstung oder so. Okay, ich laufe mit Bombenpfeilen rum. Ach stimmt, wir hatten ja 10.000 Bombenpfeile. Also das war easy. Ja, muss ich besser verstecken, Junge. Das war nicht sehr schwierig. So, jetzt weiter bergauf hier. Das ist halt das Blöde, die Winterstiefel, die sind halt schon praktisch so im Schnee. Aber die geben halt einem, obwohl es Winterstiefel sind, die wärmen dich in Scheiß. Und natürlich ist denen ihre, ihr Rüstungswert natürlich auch ein Witz. Okay. Habe ich noch mein Feuerzeug? Ich habe eine Fackel, aber leider keine Feuerquelle. Ja, hier ist mein Feuerzeug. Das kann man auch eigentlich viel geschickter lösen, fällt mir gerade ein. Alles, was wir tun müssen. Dann verschwende ich nämlich mein Schwert auch nicht. Oh Gott, wenn ich jetzt wüsste, wo das Zeug ist, ne? Alles, was wir tun müssen, ist hier so ein Holzbündel hier hinschmeißen. Zack. Dann einmal hier mit dem Schwert draufhauen. Zack. Dann einfach auf die Fackel wechseln. Gut, dass ich sie nicht weggeschmissen habe. Hep. So, und dann ist das Eis ruckzuck weg. Was ist das? Ist das Fleisch? Das ist Fleisch. Gefrorenes Edelwild. Hey, cool, das ist ja sogar ein Kühleffekt. Das ist ja nice. Das hätte ich aber schon irgendwie gern gewusst, ob ich das auch hätte... Oh, ich habe nicht meine Fackel wieder gemacht. Ob ich das jetzt halt auch hätte grillen können, aber ich bin mir halt nicht sicher. Hätte ja auch sein können, dass so ein gekühltes Edelwild jetzt noch ganz viel geilere Power-Ups hat. Aber ja, ich meine, das ist kaltes Fleisch. Was soll das für ein Power-Up haben? Aber man weiß ja nie. Was ist das? Das sieht wieder nach Krog aus. Oder ist das unsere Herausforderung? Okay, es geht schon los. Irgendwie habe ich nicht gerechnet, dass wir weiterkommen. Ja. Hoffentlich reicht das. Ja. Yay. Okay, das war zwar ein Krogsamen, aber nicht das, was wir wollten. Na cool, von hier aus können wir unser Ding sehen. Das kritschelt hier so rum. Das ist bestimmt einfach nur der Baum, der sich im Wind wiegt oder so. Das sieht jetzt irgendwie an, als würde da so eine Lunte brennen oder so. Deswegen war ich gerade so ein bisschen... Jetzt sind wir natürlich auf der anderen Seite vom Fluss. Das ist nicht so geil. Denn der Fluss ist bestimmt irre kalt. Jawohl, nice. Ach, ihr seid auch schon wach, das ist ja toll. Oh, ups. Ich war's nicht. So, hau ab hier. Für die Waffen und so interessiere ich mich jetzt gerade nicht. Die sind ganz gut ausgestattet eigentlich. Aber hey, du kämpfst gegen so ein paar Skelette und fällst nebenbei einfach mal so einen Baum. Das ist völlig normal. Das passiert schon mal, ganz versehentlich. So. Oh ja, wir sind noch ein gutes Stück davon weg. Und wir gehen ein bisschen in die falsche Richtung. Wir müssen irgendwie darüber.
ja immer den Scheißviechern nach. Da unten sind auch noch Leuchtsteine. Aber eigentlich bin ich froh, wenn ich da drüben ankomme. Und nicht extra noch klettern muss. Es sind halt nur Leuchtsteine. Momentan kann ich mit denen nicht viel anfangen. Ach, hallo. Zack. Ja. Wolfie, hau lieber ab. Das ist ein Fuchs, der tut einem nichts. Ich tue höchstens dem was. Ein schwarzer Mann, okay. Das ist blöd, ich hätte schon gerne einen Händler für den Schild. Komm, Elektroschwert. Warum nicht? Einfach drauf da. Ja, siehst du? Bei den Lanzen. Sowieso bei den ganzen Moblin-Waffen bin ich mir sowieso nie sicher, ob ich die jetzt fotografiert habe oder nicht, weil es irgendwie 10.000 Varianten gibt und die sehen irgendwie alle fast gleich aus. Fast gleich aus. Das sieht. Oh Gott, das sieht mir nach so einem Scheiß. Ivarok nur mit Eis aus. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Glacirock oder so. Regis. Regis. Pokémon, was sich auf Eis reimt. Das war das Masterschwert. Macht nichts. Komm hier, Bergspalter. Totaler Overkill. Ich hätte auch noch irgendeine andere. Den anderen Weg. Ach ja, genau, die kann ich einfach aufsprengen. Stimmt. Da war was. So, wir schleichen uns jetzt geschickt einfach dran vorbei. Das da sieht irgendwie bedeutend aus. Es ist bedeutend. Ach so, okay. Geh weg. Scheiße. Ich darf die Welt echt gar nicht berühren. Das hasse ich ja. Gut, dann einfach Pfeil und Bogen. Oh. Das war mein Bogen. Okay. Nimm mir doch mal den Waldbogen. Warum nicht? Inzwischen weiß ich ja, dass man dadurch nicht wirklich Pfeile verliert. Die werden einfach dementsprechend dupliziert, bis man die Menge hat, die man braucht. Och nö, jetzt. Zack. Das ist natürlich sehr praktisch. Einfach mal Pfeile klonen. Müsste ich eigentlich mal ausprobieren, ob, wenn die Pfeile halt irgendwo stecken bleiben. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht das Glück haben werde, deswegen werde ich es jetzt nicht irgendwie zwingen. Aber ob man die dann auch tatsächlich einsammeln kann, weil dann kann man wirklich einfach Pfeile klonen. Praktisch. So, da scheinen noch ein paar von diesen Ivarok-Viechern auf mich zu warten, also. Haben wir direkt mal eine Überraschung für die. Tap. Ach so, braucht er mir nicht zu kommen. Blöden Eisklötze. Joch, wir gehen mal wieder in die falsche Richtung, aber ansonsten. Ich meine, solange wir nach oben gehen, gehen wir richtig, oder? Oh. Riesenaufwind, das ist schon mal praktisch. Ich wette, das hat auch irgendwas mit unserer. Oh, das hat was mit diesem Schrein zu tun, das kann auch sein. Na, wo ist er? Jetzt habe ich ihn total verloren. Komisch. Na, der scheint wohl auch da oben zu sein. Oder halt da unten. Eins von beiden. Gehen wir erstmal hier hin. Oh. Ich würde gerne. Oh, okay, das geht auf. Es sei denn, ich stehe direkt daneben, dann geht es nicht. Autsch. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. Aber dafür gibt es ja Edelschmorbraten. Natürlich ist mein Blitzschwert gerade jetzt nicht geladen. Autsch. Aber warum müssen wir jetzt ausgerechnet in der Nacht hier sein, wenn hier 10.000 Zombies rumlaufen? Ja, und die auch noch.
Scheiße. Das reicht auch nicht so wirklich. Aber wisst ihr was, Jungs? Ich habe ja Bombenpfeile, die ich voll daneben schieße. Okay, alles geplant. Guck mal, jetzt können wir hier einfach hier mit dem Aufwind wieder hoch. Juhu! Ja, das war nicht gewollt. Hallo? Hast du mich jetzt in Kauf? Hey, cool, ich bin nicht getroffen worden. Nice. Und ich bin reingelaufen. Super. Nein. Ach Gott, was mache ich da? Verdammte Scheiße. Aber hey, das Ding wäre gerade sowieso komplett gegangen. Scheiße, ich komme mit allem hier voll durcheinander. Das ist, weil jetzt so dermaßen viele sind. Den habe ich sogar schon fotografiert. Komm mal. Das war jetzt alles total umsonst. Cool. Deswegen habe ich mir jetzt so einen abgemüht. Echt, ey. Ich spiele eindeutig zu wenig Breath of the Wild. Ganz ehrlich. Ich komme immer noch mit der Steuerung durcheinander. Immer noch. Jedes einzelne Mal. Oh, okay, Guardbreak. Nice. So, du hörst jetzt mal auf, hier rumzunerven. Du gehst mir gewaltig auf den Sack. Aua. Na, wenn unser Schild sowieso schon zerbrochen ist, dann können wir auch gleich hier so ein Großschwert nehmen. Ist recht, wenn der Typ mich trifft. Der hat einen Abgang gemacht. So, du hältst auch deinen Maul. Gott, ey, es müssen ja auch 10.000 Gegner auf einmal kommen. Der hat aber auch wohl ein paar Königswaffen und so. Und jetzt, wo auch ein bisschen was zerbrochen ist, hätte ich das Zeug gerne. Attacke! Voll daneben! Hätte ich gedacht, dass die so viel an Höhe verlieren. Ich glaube, ich habe aber erwischt. Das sieht irgendwie so aus. Yep. Wieso hat er jetzt nur einen Boomerang? War das der falsche? Na egal. Der hatte doch auch noch ein Schild. Ich glaube, das ist der falsche. Ich glaube, der ist da ganz unten gelandet. Ja, ist er da ganz unten gelandet. Ich muss den Scheiß alles wieder gleich wieder hoch, aber ich glaube, dafür lohnt es sich. Yep, der ist tot. Der ist nicht tot. Okay. Kriegt da noch eine Ladung. Okay. Hat zwar mehr HP gekostet, als ich wollte, aber er ist tot. So. War auch schon alles. Okay. Das ist natürlich voll. Aber da können wir auch einfach hier den Exalbumerang wegwerfen. Nope. Tut mir leid. Ist noch mehr Zeug gelandet. Die Königsschwerte ist nämlich echt geil. Und dazu hat auch noch hier so einen passenden Königsschild. Das ist natürlich mega. Deswegen wollte ich das jetzt unbedingt haben. Dafür sind wir jetzt hier in der Höhle. What? Okay. So. Erstmal ein bisschen meinen. Essen müssen wir gleich auch wieder. Cool. Ist sogar alles an Ort und Stelle geblieben. Zumindest alles, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas weggeflogen ist. Ich glaube aber nicht. Das heißt, das Blöde, wenn man das sprengt, das fliegt dann halt wirklich alles durch die Gegend. Ah, hier war tatsächlich nur dieser eine Feuerstein drin. Das ist ein bisschen mager. Das geht aber auch schnell hier, ne? Ich esse jetzt einfach nur das gefrorene Edelwild. Der Hitzeschutz wird mir hier total viel helfen mitten im Schnee. Ich schätze mal, Eis kann ich nicht einfach aufspringen. Ah, das ist sowieso ein bisschen Erz, einfach ausprobieren. Nein, natürlich geht das nicht. Da fließt es. Zum Glück sieht man das ganz gut, wenn er halt was
Wichtiges rausfällt. Es halt jetzt nur Feuerstein ist, okay, das sieht man halt schon mal nicht. Aber so ein Bernstein oder so, das ist schon etwas auffälliger. Tatsächlich hier. Okay. Ja. Feuerzeug? Ach, guck mal, ich habe hier sogar noch so ein rohes Edelwild. Ich will es natürlich eigentlich auch nicht. Oh Gott. Für jeden Scheiß machen. Weil dann ist ruckzuck mein ganzes Holz weg. Ist aber auch eigentlich nicht so schlimm. Wir haben sehr viel Holz. Okay, jetzt haben wir da versehentlich noch was mit angefackelt, aber passiert. Solange er nicht gleich die ganze Ebene abfackelt, ist alles okay. Dann ist schon wieder aus. Ich frage mich, wie lange diese Lagerfeuer halten, ob die jetzt für den Rest meines Lebens hier verweilen werden. Aha, ein Krog. Okay, dafür hat sich gelohnt. Gut, dass ich einfach weggegangen bin. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir wieder da hochkommen. Zum Glück regnet es nicht. Ich glaube, hier kann es auch nicht wirklich regnen. Ja, das werden wir jetzt in einem nicht schaffen, aber ich müsste noch genug Ausdauerzeug haben. Und wir müssen ja sowieso ein bisschen heilen, also passt das eigentlich. Das ist eigentlich optimal, wenn wir das jetzt einsetzen. Ich könnte natürlich auch auf mein Kletterzeug wechseln. Ich glaube, das schaffen wir sogar. Aber ja, mit dem Kletterzeug müsste ich dann halt wieder gucken mit dem Schnee und so weiter. Aber ich glaube, das schaffen wir auch so. Ich hätte jetzt echt gedacht, das sah irgendwie weiter aus, als ich dachte. Den Rest können wir einfach hochspringen. Ja, hat genau gepasst. So, und hier ist dieser Aufwind an diesem Ruckzuck wieder oben. Das ist nice. Und irgendwo ist hier auch noch ein Schrein. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Höhe, damit ich starten kann. Oder das geht einfach nicht, warum auch immer. Okay. Oder ist der Aufwand erst hier so? Ja. Hui! Jawoll. Fliegen wir erstmal hier rüber. Hey, ich kann wieder was sehen. Da unten war es so dunkel. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Der Schrein ist wahrscheinlich irgendwie oben auf dem Gipfel oder so, ne? Das würde mich jetzt nicht wundern. Wir sind aber auch tatsächlich gar nicht mehr so weit davon entfernt. Nur, ja, vertikal ist das noch ein gutes Stück. Na gut. Muss Link halt wieder seine Muckis unter Beweis stellen. Halt, steht fest, nach der Tour wird er ganz schön Muskelkater haben. Jetzt kannst du halt hier irgendwelche Berge hochklettern, irgendwelche Zweihänder durch die Gegend schwingen. Mit dem Paraglider und so, das hat bestimmt auch einen Effekt. Guck mal, was ist das denn für ein Tor? Ah, sieht in einer Challenge aus. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist so eine Schneepiste. Ne? Da so mit dem. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Da könnte halt so locker so eine Skipiste sein. Da kann man dann mit seinem Lieblingsschild runterbrettern. Wow! Alter! Ich will jetzt nicht unbedingt. Ja, das kann ich auch. Ich wollte jetzt nicht unbedingt Bombenpfeile auf den schießen, aber eigentlich wäre es egal. Ich habe nämlich locker doppelt so viele Bombenpfeile wie alles andere. Lol, da war eine Frostforelle dabei. Okay. Nebenbei noch ein bisschen Fisch. Gefällt mir.
Mag ich. Jetzt sind wir aber schon ziemlich weit oben. Alter. Tja. Hätte sich vielleicht einen höheren Punkt aussuchen sollen, der liebe Mido. Was ist das? Hä? Okay, das ist so ein Magus. Da ist irgendein Haus. Das ist natürlich interessant. Und jetzt sind wir auch fast da. Vielleicht hat das was mit diesem Haus zu tun. Oder es hat was mit dieser Höhle zu tun. Aber es war ja von Ringen die Rede. Warum sollte das in der Höhle sein? Hm. Ich bekäme mir jetzt erstmal das Haus, damit ich das nicht vergesse, weil ich will mir natürlich erst die Höhle angucken. Das war aber nicht mit dieser Episode, sondern erst in der nächsten Episode. Breath of the Wild mit mir. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir diese eisige Höhle erkunden. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Bis zum nächsten Mal.